Ein TV-Ereignis sondergleichen gibt es in der ZDF-Mediathek, der Palast. Und heute zu Gast eine der weiblichen Hauptdarstellerinnen. Ich freue mich so sehr. Anja Kling, wie geht's dir und wo bist du? Oh, vielen Dank. Mir geht's sehr gut. Ich bin zu Hause und sitze in meinem Arbeitszimmer. Da wirst du wahrscheinlich auch das erste Mal in das Palast-Drehbuch gelesen haben oder war das woanders? Das war, glaube ich, schon auch zu Hause. Ob das jetzt direkt hier in meinem Arbeitszimmer war, weiß ich nicht. Ich habe hier viele Sitzmöglichkeiten. Aber zu Hause habe ich sicher gelesen, ja. Und im Palast bist du Rosa Steffen. Eine ganz entscheidende Schlüsselfigur. Wer ist das? Ich spiele die Mutter und ich spiele zu meinem großen Unglück auch das erste Mal eine Großmutter. Ich konnte es gar nicht glauben. Aber gut, ich habe mich inzwischen, fange sofort an zu schwitzen, wenn ich darüber rede. Ich spiele die Mutter von Zwillingen. Die Zwillinge werden gespielt von Svenja Jung, Marlene und Chris. Und das ist so eine doppelte Lottchengeschichte. Also die beiden werden als Babys getrennt, allerdings vor historischem Hintergrund. Also sie werden getrennt, weil 1961 die Mauer gebaut wird. Der Vater ist mit der einen Tochter in den Westen gegangen, die andere wird mit ihrer Mutter im Osten groß, das bin ich. Und erst als junge Frauen, als erwachsene junge Frauen treffen die beiden sich wieder und... Ja, das gibt einige Wirrungen. Aber hallo, denn es gibt zwei Elternteile, die eben die Vergangenheit ihrer jeweiligen Kinder, ihrer gemeinsamen Kinder, verbergen mussten. Und so kann sich das Ganze entfalten und es entfaltet sich opulent. Ist, glaube ich, noch eine Untertreibung. Es ist richtig abgefahren, aber auch die Inhalte. Ich möchte mit dir über eine schöne Szene sprechen und zwar den Big Reveal dann, wenn es denn rauskommt, weil das kommt natürlich früher oder später raus. Und die Svenja Jung, die bei dir lebt, die sagt dann, warum hast du mir denn das nie gesagt? Und dann spielst du ganz großartig und ich zitiere dich und du sagst, ja und dann? Was, wenn du erfahren hättest, dass du einen Vater und eine Schwester im Westen hast, die du nicht besuchen kannst, die du nicht besuchen darfst? Das ist halt so krass, dass man sich das glücklicherweise heute kaum mehr vorstellen kann und mag. Aber für dich ist das ja nicht was, was im Geschichtsbuch stand. Du hast das ja so erlebt. Ja, ich habe das so erlebt. Ich war Gott sei Dank auch noch sehr jung, als die Mauer dann endlich fiel, 19, aber groß genug, um das alles noch zu wissen und mich an diese Umstände, Trennungen hinnehmen zu müssen und so erinnern zu können, ja. Du hast damals den Mauerfall von wo aus gesehen? Ja, wir sind ja 5 Tage vor Mauerfall, meine Schwester und unsere damaligen Partner, noch geflohen aus der DDR. Und deshalb waren wir, als in Berlin alle auf der Mauer tanzten, leider in Wackersdorf im Auffanglager. Beziehungsweise wir standen an der Bornholmer Straße auf der Mauer tanzte, da waren wir in Schwandorf und waren gerade in der 14. Stunde des Anstehens zu unserem ersten Aufnahmeverfahren. Oh Gott! Ja, war kein guter Moment und war auch die Tage davor, diese 5 Tage, die wir da saßen im Auffanglager, das war nicht schön. Und ich glaube, es gab dann ganz viele Menschen, die dann Sachen zu dir gesagt haben wie, Mensch, die 5 Tage hättest du auch noch warten können. Ne? Aber es war ja nicht wirklich absehbar, dass die friedliche Revolution sich so auflöst. Nee, also genau. Also ich glaube, heute mit so viel Abstand nach so vielen Jahren bilden sich viele ein, dass man das doch hätte ahnen können. Es war so viel Aufruhr in der DDR und man hätte doch ahnen können, dass die Mauer fällt. Nein, das stimmt nicht. Das ist Einbildung. Man hat eher gedacht, dass nachdem man Ungarn schon vor uns dicht gemacht hatte, dass man auch die damalige Tschechoslowakei für uns nicht mehr, dass wir da nicht mehr hinreisen können, dass wir praktisch komplett eingesperrt werden. Und insofern war das so eine Art Nacht- und Nebel-Rettungsaktion, noch schnell aus dem Land rauszukommen, bevor eben, wie gesagt, alles möglicherweise komplett zugemacht wird. Und jetzt mit dem Palast bist du ja so ein bisschen in diese Zeit wieder eingetaucht. Hat das was mit dir gemacht oder konntest du das gut von dir fernhalten? Naja, also jetzt sind so viele Jahre vergangen, ich kann das ganz gut fernhalten, aber es hat mir natürlich geholfen, dass ich in der DDR groß geworden bin, dass meine Eltern damals so alt waren wie meine Figur, die ich da gespielt habe. Also ich habe natürlich auch viel mit meinen Eltern darüber gesprochen und mit ihnen Texte besprochen und gesagt, war das so, kann ich das so sagen, habt ihr so empfunden und das war ganz hilfreich. Insofern, ja, und was eben auch toll war, was ich irgendwie ziemlich cool fand, war, dass meine Eltern, also meine Spieleltern, das war Hermann Bayer sind das und Ursula Werner, das sind ja auch so richtige DDR-Schauspieler, die waren ja auch schon ein bisschen älter, als die Mauer fiel, also nicht so jung wie ich. Und wir haben uns natürlich durchweg irgendwelche alten DDR-Geschichten erzählt von Sets und Erlebnissen und
ja, die beiden natürlich auch viel vom Theater und ihren Einschränkungen dort und so. Und das fand ich ganz toll. Und für mich besonders cool war, dass in meinem allerersten Film, den ich gedreht habe, das war ja auch noch zu DDR-Zeit, 1987, habe ich Grüne Hochzeit gedreht, einen Kinofilm. Und da spielte meine Mutter Ursula Werner. Und ich war damals, wie gesagt, ein kleines Mädchen, habe immer so bewundernd an dieser Uschi Werner hochgeguckt und dachte, diese großartige Theaterschauspielerin, dieser Fernsehstar aus der DDR ist jetzt meine Mutter. Dann habe ich sie 35 Jahre praktisch nicht mehr getroffen und jetzt war sie wieder meine Mutter. Das war abgefahren. Also ich war die ganze Zeit immer voller Glück und Ehrfurcht am Set. Also das war schon toll. Oh, wie schön. Ich mochte eine Szene mit euch beiden, mit euch dreien und tatsächlich Svenja noch dazu war, fand ich mit am besten. Es ging inhaltlich darum, warum denn Sozialkritik nicht mehr getanzt wird. Also das ist jetzt, wenn ihr die Szene seht, werdet ihr wissen, welche ich meine. Die ist wirklich so großartig. Was war denn für dich eine der schönsten Szenen, die du so gedreht hast? Da habe ich als Schauspielerin gar nicht viel zu tun gehabt. Aber als wir im Friedrichstadtpalast waren und diese riesen Shows gesehen haben, das war schon toll. Es war eine tolle Musik. Das ist ein magischer, glamouröser Moment, der da auf der Bühne stattfindet. Das war schon großartig, auch wenn ich da, wie gesagt, ja nur gucke. Was da abgerissen wird, ist wirklich der absolute Hammer. Ja, und man muss mal sagen, ich muss mal ein großes Loblied auf meine junge Kollegin Svenja Jung singen. Also die das ja nicht nur in einer Doppelrolle gespielt hat, sondern sie mussten kaum was dubeln. Die tanzt das auch noch alles. Also das ist schon toll. Die ist eh heftig. Ich hatte sie vor ein paar Jahren hier zu Gast und da war sie schon immens und jetzt ist sie halt unfassbar großartig. War natürlich auch eine super tolle Rolle für sie. Also leckt man sich alle 10 Finger danach in dem Alter. Meinem Alter auch, aber in dem Alter eben auch. Ich habe mich ja über was ganz anderes im letzten Jahr für dich gefreut und zwar der dritte Teil von Hilfe! Ich habe meine geschrumpft, war soweit, das große Finale. Im ersten Teil standst du ja im Fokus, Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft, dann war Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft und dann kam Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft. Ich habe mich aber besonders gefreut, weil du es endlich bei Teil 3 geschafft hast, in normaler Größe auf dem Filmplakat zu sein. Das stimmt, wobei das zu spielen als kleine Person auch sehr schön war, eine sehr, sehr eigenartige Erfahrung. Das glaube ich. Und wer hätte gedacht, dass das so durch die Decke geht? Für mich war natürlich der erste Teil der schönste, weil es da um die Lehrerin ging. aber die anderen haben schon auch Spaß gemacht. Also im dritten Teil hatte ich den Eindruck, dass die Dr. Schmidt-Gössenwein gar nicht mehr so streng war. Die Liebe stand ja im dritten Teil schon im Vordergrund. Ja, sie hat sich ja auch insgesamt sehr verändert. Auch rein äußerlich hat sie sich ja verändert. Sie hat schon versucht, in ihren Möglichkeiten liebevoll zu sein und freundlich zu Kindern zu sein. Das war ihr im ersten Teil ja sehr schwer gefallen. Oskar Kalmer war hier zu Gast und hat über das große Finale gesprochen und natürlich auch über die Dreharbeiten mit dir sehr viel Spaß gemacht haben seit Teil 1 an. Wie ist das denn eigentlich, wenn man dann jemanden so heranwachsen sieht? Das ist toll. Wir haben die gecastet, da waren das echt kleine Kinder. Oskar war so ein 10-jähriger kleiner Steppke und jetzt ist da so ein Mann. Ja, das ist ja schon bei den eigenen Kindern erstaunlich. Das denke ich mal bei meinen eigenen Kindern schon, boah, jetzt kommt da so ein Mann rein und der sagt dann auch noch frecherweise Mama zu mir. Den sehe ich ja viel öfter. Aber diese Kinder, die sehe ich dann mal so einen Moment, das sind Kinder, dann sehe ich sie ein paar Jahre später wieder, sind sie dann so halbwüchsig und dann kamen so Erwachsene zur Tür rein. Das ist ein komisches Gefühl. Zumal man ja selbst denkt, man ist überhaupt nicht älter geworden. Das stimmt. Und das wird wahrscheinlich auch manchen ZuschauerInnen so gehen, wenn sie Hagedorns Töchter noch mal irgendwo sehen. Jetzt hast du aber tief gegraben. Du, ich kann aber auch zu 11.99 zurück. Nein, das machst du jetzt nicht. Das machen immer so in diesen Talkshows, machen das die Leute immer, wenn sie mich ärgern wollen, habe ich den Eindruck, dass sie dann noch mal einen Ausschnitt aus 11.99 zeigen. Nein, aber ganz kurz, wenn ihr jetzt denkt, was ist 11.99? Ich kenne das auch nur, ich war dafür fast zu jung. Es war das einzig coole Format im Deutschen, im Fernsehen der DDR. Das war schon cool. Das war ja auch ein Kultformat. Also 11.99 hat man geguckt. Man muss dazu sagen, ich gehörte ja nicht zu den Hauptmoderatoren dort, sondern habe ein Magazin im Magazin moderiert. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich war nicht die beste Moderatorin. Ich hatte immer so wahnsinnige Angst vor meinen Gesprächspartnern. Stand mir ein bisschen im Weg. Ich dachte immer, okay, wenn die jetzt, also meine, die Kritiken, die man so mich an mich herangetragen hat, waren immer die gleichen, nämlich Anja, wenn da so eine Antwort kommt, dann musst du doch nachhaken. Du gehst dann sofort zum nächsten Thema. Und ich habe immer gedacht,
Ja, die werden ja einen Grund haben, meine Partner, warum sie mir das jetzt nicht weiter ausführlich beantworten. Dann frage ich natürlich höflicherweise nicht nach. So, das ist natürlich so als Moderatorin nicht besonders clever. Ich habe das 2 Jahre gemacht. Wie gesagt, ich war bestimmt nicht die Star-Moderatorin, aber ich habe ganz, ganz viel gelernt in der Zeit. Und insofern will ich es gar nicht missen. Ich habe aber keinen Ausschnitt vorbereitet. Sehr gut, ich bin froh. Du bist mir das letzte Mal sehr, sehr, sehr positiv aufgefallen bei Das Quartett. Seit Oktober 2019 bist du dabei, umgeben von tollen Leuten. Und ich finde die Drehbücher großartig. Wie geht's dir, wenn da irgendwas Neues auf dich zukommt aus der Reihe? Ja, ich freue mich da auch sehr. Wir hatten gerade für letzte Woche, wir drehen jetzt ab 21. Februar Teil 5 und 6 als Doppelfolge wieder. Und da hatten wir gerade eine Bücherbesprechung und das wird hoffentlich spannend. Ja, mal gucken. Ihr kennt ja keine Grenzen. Also die DrehbuchautorInnen kennen ja keine Grenzen. Und das ist das Schöne. Es geht um das, du bist die Leiterin des Kommissariats 14 der Mordkommission Leipzig. Und Die Tote vom Balkon war der letzte Teil, 7,29 Millionen Zuschauer, fast 25% Marktanteil. Das heißt, jeder vierte Mensch hat an diesem Abend in Deutschland, deutschsprachigen Raum, euch zugeguckt bei der Arbeit. Annika Blendl war hier. Wir haben viel über den Fall, die Folge gesprochen. Also ich hab dir so gern beim Spielen zugeguckt und ich hoffe, dass deine Figur noch viel mehr auch Actionsequenzen bekommt, oder hast du da weniger Lust drauf? Nein, ich hätte ganz große Lust darauf. Die hat man mir noch nicht reingeschrieben, aber wir arbeiten dran. Ja. Und bei der Palast gab es da eine Szene, da, bei der du beim Lesen schon gedacht hast, da bin ich mir noch nicht sicher, ob die so gut aufgeht für mich. Wir haben viel diskutiert über die Szene, also eigentlich meine einzige schöne Szene, die ich mit Heino hatte, nämlich unser Wiedersehen. Wenn ich das schon verraten darf. Darf man das schon verraten? Natürlich, denn alle Teile von der Palast gibt es in der ZDF-Mediathek. Wir begegnen uns am Ende wieder und das ist, man muss sich das angucken, zu viel will ich nicht spoilern, aber da gibt es ganz wenig Text. Da muss man einfach, das sollten wir einfach so spielen. Und das ist natürlich, das ist eine krasse Situation. Wir spielen immerhin, dass wir uns 27 Jahre nicht gesehen haben. Wie reagiert man da? Da haben wir viel drüber diskutiert, ne? Also wie guckt man da? Wie reagiert man da? Geht man aufeinander zu? Bleibt man stehen? Dreht man sich um und geht weg? Haut man sich? Keine Ahnung, es gibt 1000 Möglichkeiten. Und das war auch gar nicht so festgelegt im Drehbuch. Das haben dann Heino und ich mit der Regie, also mit Uli Edel zusammen, einfach probiert. Und das war, vielleicht sieht es der Zuschauer nachher gar nicht, aber für uns war es intensiv. Ich hoffe, man sieht's. Spätestens jetzt werden wir uns ja die Szene alle nochmal ganz genau angucken. Aber ich nehme an, bei so einem Riesenprojekt ist das ja alles sehr durchgetaktet. Hattet ihr da viel Zeit, gerade bei der Szene auszuprobieren? Oder war beim ersten Mal, dass Uli gesagt hat, super, kauf mal, pack ein? Nein, wir haben natürlich am Set ist wirklich wenig Zeit zum Diskutieren. Das muss man alles vorher klären. Aber wir haben die Drehpausen genutzt und natürlich die Gespräche vorher und die Leseproben vorher und so, um über solche Dinge zu sprechen. Und dann haben wir es am Set einfach probiert und dann nochmal probiert und noch 2-3 Mal probiert und dann musste es aber auch drin sein, ja. Ich fand eine der stärksten Szenen von dir, und es gab einige, war tatsächlich als, ich möchte nicht verraten, wer, jemand wird verhaftet. Und das sorgt aber dafür, dass deine Figur zerbricht und ausbricht mit einem und dann ganz alleine nachts verlassen auf den Straßen von Berlin steht. Und das Krasse ist, ich habe in dem Moment gedacht, ich will dein Gesicht sehen. Und der Gefallen wurde mir aber nicht getan. Wir sehen dein Gesicht da nicht. Und das fand ich krass, weil irgendeiner hatte mal gesagt, das, was man nicht sieht, ist das, was viel mehr Eindruck hinterlässt. Okay, man sieht mich von hinten, ne? Ich kann mich jetzt gar nicht genau erinnern. Man sieht mich von hinten, aber ich muss das ein bisschen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es lag daran, dass es hell wurde und wir die andere Richtung nicht mehr geschafft haben. Simpler Grund. Es war ein Nachtdreh und es dämmerte und wir mussten uns wahnsinnig beeilen und dann hieß es, wir müssen das einfach jetzt so lassen, weil wir von vorne jetzt zu viel Licht haben. Du siehst, schade, Illusion genommen. Ich behalte die Emotionen in mir. Der Palast ist großartig. Bitte schaut ihn euch an, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Menschen da über wie viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte dran gearbeitet haben. Und das einfach an sich vorbeirauschen zu lassen, wäre eine Katastrophe. Gönnt's euch, in der Mediathek gibt's das kostenlos. Alle wunderbaren Folgen und eine der weiblichen Hauptrollen, Anja Kling. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Ach, das war's schon, das ging aber schnell, hör mal. Das war wie im Fluge. Ich dachte, wir fangen gerade erst an, das war das Vorgespräch.
Nicht ganz, aber wir sind noch nicht ganz fertig, denn du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Und ich bin sehr gespannt, was das sein wird. Du hast noch eine Sekunde Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und was wir alle tun können, ist, uns gegenseitig zu helfen. Manchmal spürt man, dass Menschen Hilfe brauchen, sie sagen es aber nicht. Fragt nach, ob ihr helfen könnt. Wir sehen uns morgen, 19 Uhr, zur nächsten Web-Talk-Show, wie jeden Abend. Und jetzt die Abschlussworte für heute von Anja Kling. Bis dann. So, jetzt darf ich sagen, was ich immer schon sagen wollte und noch nie getan habe in eine Kamera. Also, was ich gerne sagen würde, ist, dass ich manchmal wirklich sehr, sehr traurig werde, wenn ich mir anschaue, wie wir Menschen unser Menschsein angehen und wie wir miteinander umgehen. Und da meine ich das im ganz Kleinen, also untereinander, wenn ich von Neid und Missgunst und Schadenfreude rede und Menschen beobachte, wie sie einfach unfreundlich zueinander sind, auch zu mir unfreundlich sind, auf der Straße Kopfschütteln, Vogel zeigend und so, dann denke ich mal, wem nutzt das? Ich meine es aber auch im großen Gewaltkrieg, Chaos. Und dann denke ich manchmal, ich glaube, wir sind längst von irgendwelchen Außerirdischen entdeckt worden, die hier so vorbeifliegen und wir denken, ah nee, schnell vorbei, schnell wieder weg, weil die sind alle doof. Die bringen sich gegenseitig um, die machen ihre Erde kaputt. Schnell weg, ehe die uns sehen. Und dann zischen die wieder weg und ich kann sie verstehen. Und deshalb denke ich manchmal, oh, können wir das mal nochmal neu sortieren, unser Menschsein und unser Miteinander. Das würde mich sehr freuen und mir die Traurigkeit darüber nehmen.